In Part 19 von Let's Play Thief müssen wir den Tresor knacken und ja, der gute Garrett hofft ja, dass hier unglaublich wertvolle Schätze sind und weil das ja der Haupttresor des Baron Northcrest ist, aber wir müssen aufpassen, denn der Diebesfänger-General hat unserem Garrett und uns eine Falle gestellt und wir müssen jetzt hier noch die zweite Hälfte von 3011 98 eingeben. Genau. Okay, Stiel, das Urkraftsteinfragment. Das ist die Urkraft, dieser Stein, den wir mit Aaron zusammen entdeckt hatten bei dieser Zeremonie. Und es geht wieder los. Oder? Oh. Halte RS zu beobachten. Ja. Okay. Wir sind hier. Das sieht aus wie Mohn. Wenn ihr Blagen nicht macht, was ich sage, bekommt ihr die Peitsche zu spüren. Komm her, Junge. Okay. Man sieht hier einen Boden. Wie du da lang? Hier herrscht Leid, Schreie, nur Krankheit und Tod. Ich halte das nicht mehr aus. Es schmerzt, Garrett. Bist du das, Aaron? Doch unter all dem Lärm erklingt das Flüstern. Komm mit, Garrett, und ich zeige dir ein Geheimnis. Wenn du sagst, wo ich hin muss, weil ein Geheimnis... Man wird stark, wenn man alleine aufwächst. Es gibt keinen, der dir hilft. Und niemanden, der dich stoppt. Hast du mich deshalb gehen lassen, Garrett? Weil du außer mir keine Familie hattest? Wir waren nie auf Augenhöhe. Große Brüder sind immer klüger. Ich wollte helfen, doch du hast nicht zugehört. Weißt du? Dasselbe habe ich auch über dich gedacht. Ich werde sie aufhalten. Ich möchte schlafen wie du. Northcrest, er ist hier. Du willst wissen, was passiert ist, wo du warst? Komm zu der Heilanstalt. Moira birgt Wahrheiten, die viele gern vergessen. Würde mich aber auch interessieren, wo du gelandet bist, Aaron. Willst du mich retten? Jawohl. Dann brauchst du den Schlüssel. Dreh dich um. Stiehl ihn einfach. Du hast doch noch nie gezögert. Da hast du recht. Holy. Das lief zwar nicht ganz nach Plan, aber wenigstens lebe ich noch. Ich muss zurück zum Glockenturm und den Kopf frei bekommen. Und die unverwundete Hand versorgen. Abgeschlossen. Ein Freund in Not. Jäger, du hast keine aggressiven Aktionen geschaltet, deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Es war anders geplant, Leute. Ihr wisst, wie das ist. Okay.
Jo, machen wir mal fortfahren. Schaukästen aktualisiert. Okay, der Glockenturm. Du hast einen neuen Fokuspunkt. Öffne das Journal, Fokusfähigkeiten zu verbessern. Okay. Puh. Tarnung. Upgrade vollständig. Scharfschütze. Sichtweite beim Zoom. Mhm. Effizienz. Reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie leicht. Tempo. Beschleunigt deine Aktion im Kampf beim Zielen und beim Steuerzeugknacken leicht. Mhm. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktiver Fokussicht den Torso des Gegners an. Fähigkeiten, Geräusche von Gefahren in unmittelbarer Nähe visuell zu orten. Geschicklichkeit, Fähigkeit, arglosen Personen schnell. Intuition, Fähigkeit, versteckte Beute zu sammeln. Okay. Ich würde mal sagen, Effizienz. Ja, möchte ich. Da muss ich mir darum mal nicht mehr so große Sorgen machen. Ah, da habe ich nichts hinterlegt. Nichts mehr hinterlegt, soweit ich mich erinnere. Ja. Da muss ich mal zum Unikate. Okay. Da muss ich dann mal zum... Na, wie heißt der? Alten Beric. Neues. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Kapitel über. Die Stadt Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja. Oh, das sieht übel aus, Leute. Das ist aber eine merkwürdige Zwischensequenz. Mmh. Ja. Manchmal musst du deine Grenzen kennen. Wieder mit Runden des Barons. Die Revolution hat begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Das ist immer eine gute Idee. Die Götzen, das sind wohl die Revolutionären, nennen wir es mal so. Ich guck mal auf die Karte. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da genau hinkomme. Oder am besten hinkomme. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Das wünsche ich dir, dass du heute Nacht mal schläfst. Das war erstaunlich einfach. Als nächstes sollten wir die Wand nehmen. Ja, immer wenn etwas erstaunlich einfach ist, dann sollte man skeptisch sein. Was ist das? Das wird wahrscheinlich einer der Götzen sein. Aha. Das war erstaunlich einfach. Als nächstes sollten wir die Bank nehmen. Schwarzkittel haben um Gnade gebettelt. Ist das zu glauben? Dieselben Hunde, die uns in die Gosse stießen, aus unseren Häusern zerrten, uns aufgeknüpft haben? Mhm. Wir haben es ihnen vergolten. Die Schwermut ist überall. Einer, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe keinen blanken Heller mehr. Der hat gestohlen. Bei Rocks Zähnen. Komm ich da irgendwie wieder rauf? Ja, komm ich rauf. Aus dem Fenster, sollen wir da mal reingehen? Versuchen wir es mal. Oh, das ist ja cool. Und Garrett hat jetzt eine verbundene Hand.
Ja, das letzte Kapitel hat dann doch seine Spuren hinterlassen. Da waren wir wohl noch nicht. Aber wir würden uns mal in Richtung Ziel bewegen. Aber hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Okay. Da ist noch was. Nahrung, sehr gut. Sehr gut. Ich würde ja gerne mal zum alten Barrack zurückschauen, aber ich muss mal gucken auf der Karte, wo ich jetzt hier eigentlich genau bin. Ich bin in die andere Richtung unterwegs. Straßen sind nicht mehr sicher. Okay. Der ist nicht eingezeichnet, der alte Barrack. Wahrscheinlich, weil er schon geschlossen wurde. Der sieht echt strange aus. Na super, das hat ja gut funktioniert. Ich entferne mich jetzt von meinem Ziel, das ist nicht gut. Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Oh, oh, sehr lustig. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, aber ich weiß nicht, ob der alte, der verkrüppelte Barrack noch, ich sag jetzt mal, offen hat. Ob der Händler da noch da ist, meine ich. Was soll man denn heute noch glauben? Okay. Dich wollte ich noch einsammeln. 1492, das Jahr von Christophorus Kolumbus. In die falsche Richtung. Müsste hier rüber. Okay, das hat geklappt. Wenigstens. Puh. Ja, ja. Du siehst mich nicht. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ja, ich würde dir einen geben, wenn du mich dann dafür vorbeilässt. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich könnte ein Bier vertragen. Du könntest ein Bier vertragen. Das würde deiner Schlaflosigkeit aber auch nicht weiterhelfen. So. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Ah, da kann es sein, dass es weitergeht. Na, mach. Vielleicht kommen wir hier unserem Ziel näher. Vielleicht aber auch nicht. Oha. Print Shop and Newspaper. Aha. Shit. Tut doch weh. Aus.
Schloss knacken. Oh, mit 5 von diesen Kreisen. Wieso vibrierst du immer und zeigt mir aber kein Sweet Spot an. So, da noch. Jetzt aber. So, bin ja gespannt, was da drin ist. Oh. Geld und Köder und Schalter 2. Da haben wir schon mal sowas gehabt, gell? Ja, genau. Und das hier. Und das hier. Köder und Schalter. Steht leider nicht mehr dran, was das genau ist. Aber ich fürchte fast, das war's hier. Man kann den Fluss bis hierher riechen. An denen vorbeischleicht. Ah, warte mal. Ups, nein. Was ist hier los? Hast du irgendwas? Das war jetzt ein Stück. Vielleicht hätte auch einen Wasserpfeil wahrscheinlich nehmen können. Aber das Coole jetzt ist. Mist. Wer ist da? Hallo? Das ist nur ein Wasserpfeil, dann müsste der sich doch nicht mehr. Ein Glück. Ein Glück. Ja, das sehen wir alle dann gleich. Nein. Was kommt als nächstes? Wie ist das ausgegangen? Hast du irgendwas? Der bleibt doch jetzt aus, oder? Mit dem Wasserpfeil. Nee, er kann wieder ein... Ist hier jemand? Ja, aber ich gebe mich nicht zu erkennen. Ist das gemein? Ich dachte, ich hätte jetzt hier einen voll coolen Trick. Auf die, über die linke Seite auch versuchen. Shit, das war knapp. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Aber die Schwermut ist da. Ich kann nicht lesen. Aber ich rieche den Dayport-Mist. Okay. Oh, Leute, das hat funktioniert. Irgendwie. Das kommt mir ja auch ein bisschen bekannt vor. Das sieht so ähnlich aus wie beim Haus der Blüten. Ah, okay, hier müssen wir uns wieder durchquetschen. Anheben, jawohl. Und weiter geht's. Was ist mit unserer Verstärkung? Das ist auch genau der Ort. Die haben uns wieder genau an denselben Ort geschickt in dem Spiel. Nicht hoch. Da könnte es hochgehen. Aber da geht es nicht hoch.
Der Gestank hier ist widerlich. Der steht auch immer wieder an derselben Stelle. Na prima. Ich geh mal kurz auf die Karte. Uff. Ja. Ich denke, du willst einen heißen Kaffee, oder? Ich weiß noch nicht genau, wie ich da vorbeikomme, Leute. Ob ich da einfach vorbeischleichen kann? Hm. Solange ich im Dunkeln bleibe, geht das. Ob der Baron wirklich so aussieht wie auf seinem Porträt? Gute Frage. Nicht. Gut. Karte. Okay, ich kann hier ausschalten und das interessiert niemanden. Das ist schön. Und dann kann ich nämlich jetzt mal hier in Ruhe das Schloss knacken. Die Schlösser werden immer mächtiger. Wie schon gesagt, manchmal vibriert's, manchmal vibriert's nicht. Das ist sehr dubios im Controller. So. Okay. Oh, ein paar Pfeile, sehr schön. Hier geht es irgendwo hinunter. Wo ich aber noch nicht genau weiß, ob ich da wirklich hin will. Lass es mal ausmachen. Oh, da sind ein Haufen Schränke. Und noch eine Kiste. Eine Truhe, meine ich natürlich. Die wir noch geschwind knacken. Wir bekommen immer mehr Pfeile. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Köder und Schalter 3. Hm. Ja, okay. Ja Leute, dann begeben wir uns jetzt mal hier in einen dieser Schränke. Und ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part von Let's Play Thief die Stadt weiterhin unsicher und verfolgen unsere Ziele mit Garrett, auch wenn er jetzt eine leicht ledierte Hand hat. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!